Ja, hoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 in der Definitive Edition. Ja, hat sich schon wieder auf die Schnauze gelegt im Eis. Oh, ich hab ihn wohl. Ne, hab ich nicht, aber ich fahr trotzdem. Soll die anhalten. Okay, hier müssen wir vermutlich rein. Dann steigen wir mal aus. Ich habe eine kurze Aufnahmepause gemacht. Aber ich glaube, ich habe an etwa derselben Stelle aufgehört, wo wir angefangen haben. Jetzt, also ein paar Meter Unterschied. Aber es soll nicht so schlimm sein. So. Okay, wir sollen vermutlich über das Leuchtende klettern. Ist klug, da keinen Stachel darüber zu machen. Kellerfenster suchen wir, ne? Drei Leute sehe ich da drin schon mal. C. Unbemerkt bewegen. Hier sind überall Wachen. Naja. Überall ist auch so eine Sache. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe mein Rätsel fertig machen. Okay. Ich bin da. Wir sollten zum... Lass dich nicht auffallen. Weiß ich nicht. Müssen wir hier durch? Wir sollen vermutlich zum Direktor. Da ist eine Wache. RIP. Komm, das laden wir neu. Und muss ich auch genau in der Sekunde umdrehen, wo ich dann hinter ihm bin. So ist der. Ist natürlich doof gemacht. Unfaires Spiel. Aber egal, kriegen wir schon wieder hin. Ich weiß jetzt nicht, was ich erstmal machen soll. Vielleicht habe ich jetzt ja mehr Zeit zu reagieren. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe mein Rätsel fertig machen. Ach, dummes Geschwätz. Ich drehe mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, ich muss erst nah rangehen, damit es funktioniert. Leiche ziehen. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Verstecke ich ihn direkt beim Direktor drin, oder? Würde ich es mal vorschlagen. Nein, ich möchte nicht die... Leiche ziehen, ich möchte jetzt denn hier reingehen. Nein, ach. So, es ist hier ganz schön dunkel drin. Und was auf meinem Bildschirm. Für euch dürfte es wahrscheinlich normal aussehen. Aber es gibt auch ein IPS-Bild. Und Schlüssel. Ne, ach. Ein Fernseher? Ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Mann, die Dinger kosten so viel wie ein ganzes Auto. Wie kannst du dir das bloß leisten? Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon den Fernseher gekauft. Okay, da oben ist noch einer. Ach meine Fresse, das ist doch so ein Scheißspiel. Kann ich gleich wieder laden. Hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Ich hätte mir auch merken sollen, wo der Safe ist. Und du hast dir davon den Fernseher gekauft. Ich glaube, jetzt bin ich zu weit weg. Er wird sich bestimmt gleich umdrehen, oder?
Oder geht hier so einen komischen Gang da weiter rein? Ist auf jeden Fall zum Kotzen, dass ich ihn gerade nicht ausgeschaltet habe. Ich war ja nah genug dran eigentlich. Wir können das hier erstmal durchsuchen, theoretisch. Vielleicht finden wir nochmal ein Playboy-Heft oder sonst irgendwas. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass hier irgendwelche liegen. Bewegt der sich eigentlich auch? Ne, ich glaube, der sitzt dann nur. Herrentoilette? Hier ist nichts. Das würde ja auch wieder leuchten, so ein bisschen. Ich glaube, wir gehen erstmal runter und schalten ihn aus, bevor noch irgendwas komisches passiert. Okay, wir können hier direkt runter, das ist gut. Da ist der Safe. Vielleicht haben die da einen Playboy da unten rumliegen. Ja, gut. Das sah richtig aus. Nicht. Okay, leise geschlichen haben wir erstmal alles. Jetzt ist hier keiner mehr, so wie es aussieht. Das heißt, wir können hier spielen, wie wir wollen. Keine Ahnung, was das ist. Macht das einfach eine super, hätte ich einfach knacken können. Ich hätte dieses dumme Fenster gehen müssen. Okay, aber ich habe es schon mal geknackt. Nicht, dass es nur wie. Hab ich gerade was gehört? Nee. Nicht, dass es nur wie auffällig ist, weil die Tür offen steht. Dass ein Passant vorbeikommt. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber wer geht schon dieser Gasse hier lang? Man, nicht Leute ohne Grund. So. Durchsuchen wir nochmal die Räumlichkeiten. Nach Sammelbecken, Hearings. Es sieht alles nicht so aus, als würde hier irgendwas sein. Nope. Schade. Hier haben wir ja schon reingeguckt. Hier haben wir aus einem anderen Winkel gucken. Nope. Fahrstühle funktionieren ja anscheinend nicht. Darmtoilette? Nope. Meeting Room. Hier muss aber Playboy liegen. Nein! Wie kann denn das sein? Im Meeting Room war gar nicht dahin. Okay, ich habe mir das auch ein bisschen schwerer vorgestellt mit dem Stealth. Ich hatte das noch ein bisschen anders im Kopf, glaube ich. Dass hier mehr Leute sind. Weil so ist das hier eigentlich recht entspannt. Wenn man es denn hinbekommt. Und das Spiel nicht irgendwie, ich sag mal, rumbuggt. Also ist ja nicht wirklich verbuggt, aber ist halt. Komisch, wie ich diese Leute wirklich treffe. Hätte ich das nicht einfach aufschließen können? Also ich meinte eigentlich mit dem Schlüssel. Also, ja, nicht mal da ich den Tresor. Aufknacken, aber nee, wahrscheinlich brauchen wir dafür dann den Schlüssel und das hier muss ich einfach so knacken. Was anderes liegt hier nicht. Das blinkt, das sieht nicht so gut aus. Wir haben einfach alles mit. Das Gebäude ist zum Stellen. Kommen Sie mit Ihren Händen heraus. Sofort ergeben, eröffnen wir das Feuer.
Ich dachte eigentlich, ich könnte mich hier lang schleichen, bevor die mich wirklich sehen. Ach, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Och nö, ernsthaft. Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon den Fernseher gekauft. Ist so vernünftig, ein Fernseher ist richtig und wichtig. Okay, da wir wissen, dass hier nichts mehr ist, können wir einfach direkt dahin gehen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den soll ich lieber ausschalten. Aber da ist immer der Alarm ausgelöst wird, kann man das nicht leise machen? Okay, hier liegt's doch. Das Magazin vorher nicht mal gesehen. Aber anscheinend kommen hier immer die Cops, also. Ja. Oder wurde der Alarm einfach vorher auch ausgelöst? Es kam nämlich der Sound dafür. Kann ich zufällig hinten raus irgendwo? Ich glaube aber, dass wir es nochmal machen, dass ich es wirklich stealth versuche und dann sehen wir es einfach gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe nochmal kurz die Leute ausgeschalten. Es war echt eine Qual, den einen Typen auszuschalten, der da sitzt, weil den habe ich immer alarmiert, weil das Spiel ist halt scheiße. Und es gibt wohl einen Keller hier noch. Irgendwo eine grüne Tür, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Da kann man Alarm ausschalten. Ist auch gut, dass der Spieler so einem sagt. Weil ich kann das hier soweit nicht erkennen. Ich kann mich aber irren. Ja. Gucken wir mal, ob wir die finden. Das sind die Ausgänge nach draußen. Die wollen wir, glaube ich, nicht. Hier ist soweit auch nichts. Das hier könnte es noch sein. Ne, hier. Weil sagt einem keiner, dass es DC überhaupt gibt. Und ja. Gucken wir uns erstmal alles hier an. Wo wir was finden. Weil ich hab's gedacht, ja, das Ding blinkt, aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit, irgendwas auszuschalten. Wird schon passen, ne? Aber das Spiel ist so ein Nope. Du musst doch richtig denken. Ja, gut. Also man muss entweder denken, das Ganze, ich meine, ich habe das ganze Ding erkundet meiner Meinung nach, aber ich habe das halt übersehen. Da unten ist auch noch was gewesen. Hier geht es ja noch weiter runter. Das interessiert mich jetzt, was da ist. Könnte noch ein Häffchen sein oder sowas? Oder auch einfach nur Deko, Ambiente. Magazin nehmen sehe ich hier nirgendwo. Das vermute ich mal, ist hier nichts. Hier können wir wahrscheinlich auch. Hier können wir auch noch rein, okay. Ja, ist klug. Wenn man weiß, dass man hier rein kann, dann kann man auch sehen, da ist hier was zum Ausschalten. Vielleicht soll ich es mal machen. Ich habe auch gelesen, dass man wohl die Leute nicht erschießen darf, weil ich habe den Typen, der an dem Tisch sitzt, einfach immer erschossen jetzt. In meinen. Also ich habe das 3-4 Mal gemacht. Weil er mich halt immer gesehen hat. Aber beim letzten Mal habe ich ihn erschossen und habe ich gelesen, das zählt dann wahrscheinlich auch als nicht gut gelöst und muss man nochmal machen. Man kann es auch machen, dass man keinen einzigen hier irgendwie selbst K.O. schlägt oder so. Man kann sich halt überall durchschleichen anscheinend. Ich meine, ist ja auch erst nicht wirklich schwer. Aber man will es ja auch schön machen. Indem man alle ausschaltet. Und jetzt ist der Scheiß aus, klar. Ich wusste, glaube ich, auch nicht mal, dass es das gibt. Also, ich habe es noch nie vorher gemacht.
Das ist das erste Mal, dass ich ein bisschen mehr rausholen kann als den sozusagen Minimalbetrag. Geh raus. Was ist das denn hier? Ja, okay, sieht man nicht. Weil sieht so aus, als müsste ich irgendwie hier hin, aber ist anscheinend unten. Oder kann ich über das Hearing-Ding raus? Ja, okay, hier geht's auch. Na super. Es gibt ja so viele Wege, die einfach nicht irgendwie ersichtlich sind für mich. Da will ich, glaube ich, nicht runterfallen, oder? Da will ich da jetzt einfach runterspringen? Das sieht nämlich gefährlich aus. Hier kann ich nicht rüber? Doch, kann ich, okay. Ja, wahrscheinlich dann hier lang und dann hier. Ich könnte auch rein. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Das ist zwar einerseits eine coole Idee, aber wenn ihr das Spiel sagt, geh durch das Fenster, dann suchst du halt nicht nach Weg 2 oder 3, dann gehst du durch das Fenster. Das hätten die irgendwie besser kennzeichnen sollen. Wanted. By US Marshals. Der Profi. Achievement erhalten, das habe ich glaube ich noch nie gehabt sonst. Empire Bay. Ich suche nach einem Phantombild. Also ein. Man kann jetzt nicht erkennen, wer da sein soll. Also es könnte der Typ hier vorne sein. Hier kann mein Auto angefahren. Nicht die Tür abfahren, danke. Wollen wir das Safe Mode machen? Local guerrilla forces have begun taking back the Pacific Nation's capital from its Japanese captors. US forces have completely encircled the sprawling city and are now facing a Japanese occupation force estimated to be 20,000 strong. Early reports have already indicated that this could be one of the bloodiest battles yet seen in the Pacific. More on this story as the information comes in and Japanese are pushed out of Manila. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Packen wir die hier vorne. Die erste Kopfschreifverletzung habe ich schon bekommen. Ich habe die ersten paar Videos schon hochgeladen. Ich denke, es werden mehr Folgen, aber ist ja nicht so schlimm. Gerne Adblock benutzen. Oder YouTube Premium oder was auch immer. Und wie ist's gelaufen? Bestens. Die werden sich wundern morgen früh. Sehr schön. Ich sehe schon, Joe hat tüchtige Freunde. Ja, es geht. Na dann, lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht los wirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Ja, für dich. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du los wirst, desto mehr Kohle gibt's. Ja, beeil dich. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich glaube, unsere Lederjacke ist gerade ein bisschen verbuggt. Ja. Also, man sieht sich. Jo, tschüss. Wir fahren zuerst hier lang. Ich habe auch online geguckt, was wir machen müssen. So ein bisschen. Und da war die als erste angezeigt. Man wird zwar denken, dass man zuerst zu der unten fährt, aber dann fährt man halt die Strecke doppelt. Oder so. Weil wir. Ach, keine Ahnung. Die Route auf jeden Fall für mich Sinn ergibt, also machen wir es auch so. Ja, da fahren wir keinen Safe Mode. Fahrt los. Ich glaube, die Lichter sind ein bisschen besser, aber ansonsten wirkt das Spiel nicht wirklich anders als sonst. Shun from Shun and Grocers. Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. 35 years now. Soon I'll be handing over the reins to my son, Perry Jr. So, jetzt fahren wir hier hin. Also wir müssen zu 6 Stück fahren. 1, 2, 3, 4, 5 plus die 6, die wir schon haben. Also das ist unsere Route. Habe ich das nicht markiert? Doch.
Ich contain the best selection of groceries for you and your family. So for all your grocery needs, come to Shun and Sons Grocers, Empire Bay's favorite groceries for over 35 years. Was ist im Weg, Leute? Ich hab zu tun. Ja, der Part wurde so überzogen. Ich sehe schon, dass wir das hier überzogen haben. Ein paar Sekunden. Aber wir machen die Mission auf jeden Fall noch fertig. Okay, Rotlichtverschluss interessiert die einfach gar nicht. Das ist gut. Und jetzt da. Ein paar Benzinmarken übrig, wenn Sie sie wollen. Sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar. Hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Ja, scheiße, man muss ja auch tanken in dem Spiel, ganz vergessen. Wir haben so noch einen ziemlich vollen Tank, aber trotzdem. Meine Fresse, jetzt fahr! Aber die Schneewelt, also das hier im Schnee, gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich alle 8 abklappern kann, auf jeden Fall muss man mindestens, glaube ich, 6 machen. Ja, das ist ein Auto, wie wir es haben. Cool. Hey, was war denn da? Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ah, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Okay, wir müssen nur 6 Tankstellen. Ich weiß nicht, ob die anderen noch Zusatz sind oder so. Also ich glaube, ich bin auch eine andere Route gefahren. Ich glaube, ich bin die oben alle abgefahren am Rand und dann bin ich unten rausgekommen. Das hat auch funktioniert. Aber wenn man schon sowas Vorgegebenes findet, dann kann man es ruhig machen. Nicht doof, weil ich möchte mein Auto eigentlich nicht zerstören. So, dann noch dahin. Willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber immer. Wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Willst gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Ich auch. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Ich dachte gerade, ich muss umdrehen, aber anscheinend geht's hier auch. Entspannt an den Kopf vorbei und dann Vollstoff geben. Aus dem Weg, Leute. Ich fahre hier. So. Jetzt heißt es zur Hälfte rum. Ja, ich habe auch schon die Hälfte geschafft. Mehr, oder? Ich habe gleich 4 schon. Über den Bordstein von Platten zu bekommen oder sowas. Einmal kurz abbremsen, Cops da sind. Ich meine, die können es ja auch eigentlich nur schätzen. Also ich denke so 10-20 km drüber sollte die eigentlich gar nicht interessieren, weil können die so gut abschätzen? Ich denke nicht. Und ich glaube, einen Blitzer haben die hier noch nicht. Das ist ein bisschen früh. Das Spiel ist auch gar nicht so lange, wir sind ja im dritten Kapitel und es gibt nur 15, also das Ding ist wenig. Aber das ist ja schon das Ende vom Kapitel. Also wir haben noch einiges vor uns natürlich, aber
Es ist auch nicht mehr alles. Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Ich denke, das werden wir locker schaffen. Aber ich glaube, die anderen kriegen wir nicht mehr hin. Ich finde es echt gut, dass sie es nicht interessiert. So schnell fahren hat die bisher auch nicht so wirklich interessiert. Also ich bin noch nie mit, ich sag mal, 80 mph an die vorbeigefahren, als 30 erlaubt war, aber das habe ich anders in Erinnerung. Also Rotampelverschlüsse können die schon ahnen, theoretisch. Gas-Scheißbus. Es gibt tatsächlich nur, ich glaube, zwei Autos, die, mit denen man hier die 200 km/h erreichen kann. Und das eine ist nur das Mafia 3 Auto, was es hier eigentlich gar nicht geben sollte. Schnell. Nur jetzt Fahrrad. Lass es dann in der Kurve vorbeizufahren, weil Lenken ist hier nicht so super. Benzinmarken. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Ja, klar. Geht aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joseph. Ja, wo ist er denn? Postbote, Achievement erhalten. Dass der Profi-Achievement habe ich erwähnt nach dem Raub, oder? Ich glaube schon. Ich würde sagen, wir das machen, sind im nächsten Part. Ich sehe von heute bis zum nächsten Mal. Und dann, ciao.